Moinsen Kinders. Lange nichts von uns gehört. Ja, kennt ihr das auch? Es ist jetzt Donnerstag und man weiß schon gar nicht mehr so richtig, was man Montag und Dienstag alles gemacht hat. Was für eine Woche diese Woche. Und sie ist noch nicht vorbei. Am Montag waren Jan und ich getrennt. Sarah ist ja noch ausgefallen. Und Jan hat dann an seinem Häuschen weitergestrichen. Also er hat an der Holzfassade weitergestrichen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten mit Vlies tapeziert. Da wir ja meistens, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten, uns den ganzen Tag mit Blödsinn bombardieren, habe ich dann gedacht, ich schicke Ihnen einfach mal meine Erfolgsmeldung, ja, und erzähle Ihnen ein bisschen was zu. Seht ihr gleich im Anschluss. Das ist, soll ich sagen, manchmal braucht man ja viele Worte, um nichts zu sagen. Das habe ich in diesem Fall wohl auch so getan. Ich hoffe, ich habe Jan damit ein wenig erfreut bei seiner Arbeit. Er schickt ja auch was zurück. Ich versuche das mal irgendwie mit einzublenden in das Video. Jetzt muss ich dir ja mal was zeigen. Hier diese Fensterleibung. Diese habe ich hier Bahn reingeklebt, 1,80. Ja, von oben nach unten hat die hier abgeschnitten. Hier, da an der Kante. Ne? Das Gegenstück, der Abschnitt, passte genau hier rein. Hier. Ne? Also die geschnittene Kante von da und da. Hier. Da angesetzt. Habe die hier wieder abgehackt. Habt ihr denn hier noch eine gerade Kante über gehabt? Und die passte genau hier rein. Hier, da passte die rein. So, jetzt weiß Bescheid. Ja, leck mich in den Arsch, das ist ja was alles, wenn du das mal gelernt hast. Hör mal. Ach so, und übrigens hoffe ich, dass es bei dir windstill und warm ist. Also, ich muss hier die Fenster aufmachen, man hält es hier nicht aus. Hitze. Aber ich weiß gar nicht, ob du es schon wusstest. Also, das hier, ne? Das hier. Von oben nach unten hin habe ich hier abgeschnitten. Den Abschnitt, also diesen hier, von oben nach unten, habe ich hier und hier hingeklebt. Hier. Das heißt, ich hatte dann noch eine gerade Kante hier dran, die habe ich jetzt ja auch abgeschnitten und hier rangeklebt. Guck, so von oben hoch nach unten. Und das schneide ich jetzt gleich weg. So. Ne? Thank you.
Montag, der Dienstag. So, das waren die letzten Rollenstriche mit Dolomit. Es ist alle. Das war Dienstag und Mittwoch. Ja, nun muss ich doch gerade überlegen, gestern war Mittwoch, was haben wir denn noch gestern gemacht? Ach ja, wir haben ja noch einen Fußboden gelegt mit Laminat. Der Kunde hatte Laminat besorgt nach einem Wasserschaden und bat uns, das in seinem Büro zu verlegen. Hat leider nicht gereicht. Wir mussten dann abbrechen, weil eine halbe Planke fehlte. Das Material alle war. Aber hat Gott sei Dank gestern Abend auch gleich was mitgebracht vom Baumarkt, sodass wir das heute Morgen fertig machen konnten. Fußleisten hatten wir schon geschnitten und auch teilweise montiert. Nun haben wir heute Morgen dann den Rest gemacht. Ja, dann konnten wir zumindest die Baustelle für diese Woche abschließen. Und dann kam noch Besuch aus der Zukunft. Dort weiter mit dem Treppenhaus. Jan ist heute dann wieder an seinem Holzhäuschen, wo wir auch nur noch bis morgen arbeiten können, weil ab dem 18. Mai, nächsten Montag, macht Schleswig-Holstein seine Grenzen wieder auf. Also es können wieder Touristen einreisen. Ist ein zweischneidiges Schwert. Man weiß ja nicht, was nun an dieser ganzen Corona-Geschichte nun richtig dran ist. Irgendwie fahren wir immer noch auf Sicht, hat man den Eindruck. Nun machen sie alle wieder auf, natürlich mit den entsprechenden Hygienevorschriften und so weiter und so fort. Aber wenn ich sehe, was abends bei uns am Strand los ist jetzt schon oder auch beim Einkaufen, die Leute haben Masken auf und dadurch verringert sich oftmals schon der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter auf 10 bis 15 Zentimeter, nur weil jetzt eine Maske getragen wird. Ich weiß nicht, was mit manchen Menschen manchmal nicht stimmt, dass die sich Rechte rausnehmen oder dass sie einfach nicht über nachdenken, was sie gerade tun. Rücksichtnahme sollte doch das Einfachste der Welt sein, Abstand halten. Ja, und da graut mir so ein bisschen vor, was denn am Strand los sein wird. Morgen habe ich bei unserem, an den Fischerhütten, bei unserem Fischer noch Markierungen zu ziehen, da die drei Fischerhütten ihre Läden jetzt auch wieder komplett aufmachen werden. Kann man ja auch alles verstehen, eben. Also zum einen die Gastronomie, die dann hier wieder anlaufen wird unter Einschränkungen. Die Fischerhütten gehören da natürlich mit zu. Aber auch die Vermieter von Ferienwohnungen, die jetzt ja auch 2 Monate offiziell ihre Wohnungen nicht vermieten durften. Ich weiß, dass hier bei uns in der Gegend doch einige vermietet haben und die können von Glück sagen, dass sie nicht erwischt worden sind. Naja, gut, es sollten Strafen erfolgen. Ich weiß nicht, ob da was nachgekommen ist bei denen, die vielleicht erwischt wurden. Ich hatte gehört von 2, wo das Ordnungsamt aufgetaucht ist und die Leute nach Hause geschickt hat, obwohl sie wussten, dass nicht vermietet werden darf. Naja, ab 18. ist alles wieder offen, die Touristen können kommen. Wir freuen uns natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hoffen wir natürlich auch, dass sobald die Ostsee im Blick ist, die Abstandsregeln nicht vergessen werden, Rücksichtnahme genommen wird und auch wenn man dann irgendwo einkaufen geht, sich die Zeit mitnimmt und nicht der Meinung ist, man ist der Erste, der in den Laden reinkommt und man ist noch ganz alleine dort. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, wie gesagt, morgen
an den Fischerhütten noch einmal Markierungen ziehen, wo die Leute denn sich anstellen dürfen, in welche Richtung sie gehen. Da ist ein Konzept erstellt worden, das sollen wir morgen umsetzen. Dann ist der Freitag auch vorbei. Das kleine Ferienhäuschen, wo Jan heute weitermacht, wird morgen dann vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen. Und danach, denke ich, geht die Belegung los. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr frei arbeiten an den Apartmentanlagen und Ferienhäusern. Können wir uns denn wieder unseren Privatkunden widmen? Die warten ja schließlich auch schon auf uns. Ja, das war eine Woche. Ich weiß nicht, wie ihr sowas erlebt. Ich fand das irgendwie ganz schön stressig. Und ich kann auch nicht sagen, dass wir jetzt irgendwelche, außer die ganz normalen Einschränkungen des Abstandshaltens und so weiter und so fort, irgendwie darunter leiden mussten. Gott sei Dank natürlich. Also es gibt wirklich viele, die ihren Laden dicht machen mussten, keine Umsätze generieren konnten, damit auch keinen Gewinn. Furchtbar für die. Ja, wir konnten zum Glück weitermachen und hoffen, dass es auch weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn denn die Saison vorbei ist und es offen bleibt, was ja auch fraglich ist, man weiß ja nicht, wie die Zahlen wieder steigen werden, wenn die Saison dann weit ganz normal weitergeht, dass man mit so einem blauen Auge davonkommt. Und uns trifft es vielleicht mit einem Jahr Verzögerung, dass die Leute, die jetzt wirklich investieren für ihre Ferienwohnung, sagen so, nee, jetzt nächstes Jahr ist erstmal Asche, wir machen nichts, weil wir halt kein Geld eingenommen haben. Schauen wir mal. Ja, so, das war jetzt mein Blog für die erste. War das jetzt die erste? Ich glaube, es war die erste Maiwoche. Nee, Quatsch. Wir haben ja schon die zweite Maiwoche zugegangen. Ja, ihr seht mal. Ein wenig tüdelig im Kopf. Oder wie man sagt hier bei uns, prägtüdelig. Ja. Drückt das Symbol, was hier erscheint, und damit abonniert ihr uns. Und wir hören uns wieder. Es ist noch genug Videomaterial im Vorlauf. Macht's gut, bleibt gesund und haltet Abstand!